So, ich habe mal wieder ein weiteres How-To zum Jagdpanther. Sorry, was da immer wieder im Hintergrund quietscht, das ist mein Stuhl. Der wird wohl den Umzug, der die Tage ansteht, nicht mitmachen. Der landet wohl auf dem Müll. So, Jagdpanther. Was gibt's zum Jagdpanther zu sagen? Der Jagdpanther ist meiner Meinung nach der erste Jagdpanzer der Deutschen, der Potenzial hat, offensiv gespielt zu werden. Also man muss nicht immer aus zweiter oder dritter Reihe spielen, man kann auch wirklich mal aggressiv vorgehen, weil er doch einiges mehr an Hitpoints hat, er verdaut einiges mehr und bei geschickter Spielweise bounced auch deutlich mehr. Jagdpanther selber, ich habe die Crew geskillt auf Folgendes, also der Kommandant sechster Sinn, ganz wichtig, Jagdpanzer leben davon, nicht gesehen zu werden, außer man ist jetzt in der Offensive drin, dann sieht man klar, aber das ist verschwindend gering. Der zweite Skill geht auf Reparatur und das ist ein Jagdpanzer ohne Turm, was heißt Kettentreffer, die Kette ziehen, machen den Panzer zu einem leichten Ziel, in der sich nicht mehr wirklich verteidigen kann, sobald man die Seiten oder das Heck angreift. Das heißt, Reparatur ganz wichtig. Beim Richtschützen, Scharfschütze und auch Reparatur, Scharfschütze ganz einfach, weil Modulausfälle sind einfach das A und O. Insofern man es schafft, damit Module beim Gegner auszunocken, hemmt man die gegnerischen Panzer ganz enorm. Ich habe beim Fahrer Meister am Bremshebel. Meister am Bremshebel unterstützt Panzer bei der Drehung. Das heißt, die drehen sich schneller. Gerade bei turmlosen Panzern sehr, sehr wichtig. Deswegen hier in jedem Fall auch wieder mit drin. Dann auch Reparatur. Ganz klar. Also hier läuft der zweite Skill bei der kompletten Crew auf Reparatur. Beim Funker war wieder diese erste Runde. Was gebe ich einem Crewmember, das an sich nur unsinnige Skills hat, beziehungsweise Skills, die alleine nicht wirkungsvoll sind? Sprich, Tarnung wäre eine Option, aber ein Crewmember auf Tarnung reißt jetzt nicht wirklich raus. Waffenbrüder genau das gleiche. Wenn der Waffenbrüder geskillt hat, ohne dass die ganze restliche Crew es auch hat, ist es nutzlos. Das heißt, ich skill hier lieber was, was einen fragwürdigen Nutzwert hat, aber vielleicht noch ein bisschen was bringt. Deswegen ging das bei mir auf Weitsicht. Dann der Ladeschütze, der ging hier auf sichere Lagerung und auch auf Reparatur. Sichere Lagerung ganz einfach dafür, um zu vermeiden, dass das Munitionslager ausgenockt wird, dass das Munitionslager bei einem Treffer explodiert. Das wird dadurch erheblich minimiert. Das heißt, damit sind wir eigentlich schon durch die Crew Skills durch. Der Jagdpanther hat bei mir jetzt sehr, sehr selten gebrannt, obwohl er auch genau wie die anderen deutschen Panzer dieses, naja, ich würde mal sagen, komplizierte, unsinnige technische Gimmick hat, dass der Antrieb, also der Motor hinten ist und der Antrieb vorne, die Seitenvorgelege sind vorne, was ein totaler Humbug ist, wenn man bedenkt, dass der Antriebsstrang durch den ganzen Panzer geführt werden muss, um den Antrieb zu gewährleisten. So, was zeichnet ihn aus? Tier 7. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, alle Tier 7 Panzer von den Deutschen, muss ich mal eben im Forschungsbaum gucken. Deutschland, so. Theoretisch alle deutschen Tier 7 Panzer haben die Fähigkeit Wenden auf der Hochachse. Beim VK 3002D bin ich mir nicht sicher, beim Aufklärungspanther auch nicht. Was heißt Wenden auf der Hochachse? Wenden auf der Hochachse bedeutet so viel wie die Ketten drehen sich gegeneinander und der Panzer dreht sich, wenn man es betrachtet, auf seinen Mittelpunkt. Es dürfte ungefähr hier sein, wo dieser, ja, keine Ahnung, was es ist. Wahrscheinlich ist es GPS.
Nein, Spaß beiseite. Aber der Mittelpunkt vom Panzer ist der Punkt, auf dem er sich dreht. Durch das, dass sich die Ketten gegeneinander drehen, ist die Drehung wesentlich schneller als jetzt bei einem Panzer, der eine Kette bremst, die andere bewegt und sich über die Kette drehen muss. War etwas, was die Deutschen im Zweiten Weltkrieg entwickelt haben, und was den Alliierten vollkommen unbekannt war. So, 850 Hitpoints, Maximalgewicht 48,95 Tonnen. In meinem Setup wiegt er 46,68, 750 PS, 46 km/h Höchstgeschwindigkeit, was ihn im Gegensatz zum Jagdpanzer 4 wieder deutlich schneller macht. 29 Grad Wendegeschwindigkeit ist brauchbar, aber nicht der Hit. Die Wannenpanzerung 80-50-40, durch den hohen Winkel aber deutlich besser. Zudem hat der Jagdpanther einen guten negativen Richtwinkel. Das heißt, man kann ihn über Kuppen spielen und damit den Winkel hier noch erhöhen. Das heißt, das bounced wesentlich mehr. So, was haben wir noch? 350 Meter Sichtweite ist okay, nicht berauschend. Funkreichweite 710 Meter, das ist das Fug 12, üblich. Was haben wir noch? Hier bei der Bewaffnung. Es gibt eigentlich nur wirklich zwei Waffen, die interessant sind bei dem Panzer. Das ist die 8,8 cm PAK-43 L71. Das ist vom Prinzip her das Gegenstück zur Tiger-P-Kanone, zur Top Gun. Die Kanone ist sehr gut. 2,3 Sekunden Einzielzeit ist das kleine Manko an der Kanone. Dafür ist es hat sie eine sehr gute Feuergeschwindigkeit. Ich bin noch nicht so ganz schlüssig, welche Kanone mir am liebsten liegt. Hab mit dem Panther auch noch nicht wirklich die großen Erfolge gefeiert. Das Panzerass habe ich zwar, aber er und ich sind noch keine richtigen Freunde. So, warum baut man hier jetzt aber die 10,5 cm ein, die PAK 45 L52? Das hat den ganz einfachen Hintergrund. Die Kanone hat eine Einzielzeit von 1,7 Sekunden und einen Maximalschaden von bis zu 400 Hitpoints, was durchaus brauchbar ist. Verschenkt, sage ich mal, man verschenkt zwar 3 mm Durchschlag im Gegensatz zu 8,8er und hat eine etwas höhere Ungenauigkeit. Machen wir mal kurz hier die Daten. So, die 8,8 cm hat eine Genauigkeit von 0,32, die 10,5 cm hat eine Genauigkeit von 0,34. Ja. Es ist nicht wirklich gravierend, und mit dem Patch 8.6, wo diese Anzahl der Schüsse, die auf den äußeren Kreis gewandert ist, deutlich reduziert wurde, kann man auch durchaus mit der 8,8 cm sagen, gut, es ist eine gute Kanone, aber die 10,5er kommt jetzt durch den Patch auch ran. Also es ist brauchbar und man kann halt einen höheren Schaden austeilen. Der Reload liegt irgendwo bei knapp 7 Sekunden, bei der 10,5 und unter 6 Sekunden. Ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher. Ich habe schon lange nicht mehr mit der 8,8 gespielt. Es kann auch sein, dass er irgendwo bei 5 Sekunden rumdümpelt, dieser Reload von der 8,8 cm. Also die Feuerrate ist deutlich höher. Aber es geht hier in erster Linie darum, Schaden rauszuprügeln, und das ist einfach mit der 10,5 cm Kanone wesentlich besser möglich. Was habe ich dabei? Ich habe einen kleinen Erste-Hilfe-Kasten, kleine Ersatzteilkiste und einen kleinen Feuerlöscher dabei, beziehungsweise Handfeuerlöscher. Ja, warum? Wie immer, Handfeuerlöscher, um eventuell Brände zu löschen. Das ist aber, wie gesagt, sehr, sehr selten vorgekommen.
Die Ersatzteilkiste, die habe ich beim Jagdpanther eigentlich, sagen wir mal, zu 90% nur dafür aufgehoben für Kanonenschäden. Es gibt dann irgendwann Spezialisten, die, wenn sie merken, dass sie die Front nicht durchschlagen können, weil sie angewinkelt steht, weil sie zusätzlich zu dem Winkel, den sie hat, mit einem negativen Winkel gespielt, der Panzer noch mal mehr Winkel bekommt und alles Mögliche bounced, fangen die an, mit HE auf den Panzer zu schießen, und dabei knockt sehr oft die Kanone aus. Das heißt, deswegen habe ich hier den kleinen Erste-Hilfe-Kasten, die kleine Werkzeugkiste dabei, um die Kanone danach wieder instand setzen zu können, da die Genauigkeit ansonsten echt miserabel ist. Erste-Hilfe-Kasten, ganz klar warum. Crewmember wiederbeleben, verarzten, wie auch immer. Ja, durch die Verwendung von der 10,5 cm Kanone mit der Einzielzeit von 1,7 Sekunden entfällt hier die Notwendigkeit von dem Waffenrichtantrieb. Daher nutze ich das Scherenfernrohr, um die Sichtweite zu erhöhen, die verbesserte Lüftung, um einfach nochmal einen Bonus auch für die Crew zu bekommen und den Ansatz, um den Reload zu verkürzen. Und damit wird der Panzer zu einem recht runden Gesamtpaket, wie ich finde. Ich habe den jetzt auch schon relativ lange, ich spiele den seit 686 Gefechte. Bleibt auch fester Bestandteil meiner Garage, also wird nicht mehr hergegeben. Gehört sozusagen zur Familie, weil das war mal ursprünglich mein Ziel, diese wirklich historischen großen Panzer zu bekommen und dann auch zu behalten. Und von daher ist der Jagdpanther da ganz klar auch mit von der Partie. So, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ach so, Munition. Die Munition ist gravierend. Im Gegensatz zur 8,8er kostet der Schuss von der 10,5er das Vierfache. Der kostet 1030 Silber ein regulärer normaler Schuss, 4800 kostet ein Premium-Schuss, und ja, die HE 650 ist jetzt nicht die Welt. So, ich habe hier 30 Schuss Panzerbrechende dabei von der von der Silbermunition, also von der ganz normalen Munition. Durchschlag 150 bis 250, Schaden 240 bis 400. Der mittlere Schaden liegt irgendwo bei 320, ist durchaus brauchbar. Von der Premium-Munition 183 bis 305 mm Durchschlag, Schaden, der identisch zur Silbermunition, habe ich 5 dabei, die nutze ich aber eigentlich nur noch, wenn es wirklich brennt, das Match am Kippen ist, meine eigenen Hitpoints sehr weit unten sind und ich noch den Willen habe, so viel wie möglich Schaden rauszuprügeln, bevor ich selber hops gehe oder das eigene Team aufgeraucht wird. Dann von der HE-Munition sind auch 5 dabei, das nutze ich wieder nur, um leichte Panzer auszuschalten oder aber Artillerie, weil bei einem Schaden von 315 bis 525 pro Schuss ist es durchaus möglich, solche Ziele mit einem Schuss auszuschalten. So, ich glaube, damit habe ich alles soweit erwähnt. Ansonsten, Videos werden noch folgen. Ich bin momentan noch auf Stufe 5 wieder, um da Statistiken auszubeulen. Videos kommen dann somit später, und ich werde die dann auch kommentieren und in die passende Playlist integrieren. Also von dem her hier jetzt mal kein Video. In dem Sinne, insofern es hilfreich war, interessant war, wie auch immer, Kanal abonnieren, gefällt mir drücken und viel Spaß weiterhin beim Zocken. Vielleicht sieht man sich mal in-game. Und so far, lasst's knacken.